Besser ist er. Werner TV. Damit du weißt, was Bescheid ist. Sag ich doch. Fang doch mal an, Holger. Ich habe ja deinen Motor gerade gehört. Ja, ist ja schlimm. Wie schlimm? Laut und ja, da, hör hört mal, sich böse an schon. Ja, da fetzt auch Leistung raus. Ja, ne? Ja, natürlich. Ja, und die Frage war mit der Leistung, hier mit der Vorbereitung. Wie weit bist du denn? Naja, ich würde sagen, ein ganz angenehmer Mittelwert. Aha, Mittelwert. Ja, ja, Mittelwert. Ich habe also letztendlich festgestellt, dass die Technik einigermaßen funktioniert. Hm. Die muss natürlich noch optimiert werden. Optimiert werden. Eine relativ komplizierte Maschine. Ja. Luftgekühlter Boxermotor, 6-Zylinder. Ja. Kompliziert. Ne, ist bei euren 3 Pötten, da habt ihr ja nicht so viel zu schrauben. 4. Ne, 4, stimmt. Ich habe nur einen dazugesetzt. Ja. Aha. Du bau das mal nicht so runter. Das ist auch eine Höllenmaschine, die Horex. Ja, sicher. Ja. Wir haben schon ein bisschen geschraubt an der Horex. Mhm. Also wir sind aber noch lange nicht so weit wie du. Bei uns läuft gar nichts. Aber ja, wir sind guter Dinge. An der Horex wird eine neue Zündung eingebaut, die man per Computer die Zündzeitpunkte untereinander einstellen kann. Wir werden eine vernünftige Sitzposition für meinen Bruder, für den Herrn Brösel, herstellen. Sie kriegt einen anderen Lenker in die Maschine. Aha. Wo er nicht. Also wird er angeschnallt? Ja, wir wollen ihn versuchen auch anzuschnallen. Na gut. Dass er mir doch nicht abfällt. Ich habe ja immer 2 Stützräder empfohlen. Ja. Für ihn. Ja. Brauchen wir nicht. Ach so. Veralter das mal nicht. Ich habe doch gesagt, du sollst sachlich bleiben. Ja gut, ich bleib ganz sachlich. Das Problem wird ja sein, 4 Zylinder synchron zu bekommen. Das ist das Problem. Ein Zündaussetzer oder Versetzer bremst er alle anderen drauf. Ja, das ist ein ganz großes Problem. Und dann die Schaltung. Da haben wir schon ein neues Getriebe, werden wir da einbauen, mit einer Luftdruckschaltung. Aha, dann braucht er nicht mehr schalten. Braucht nur noch auf den Knopf drücken, Holgi. Ach Gott. Ja. Könnt ihr ihm das nicht auch noch abnehmen? Haben wir auch schon gedacht. Satelliten gesteuert. Über Drehzahl gesteuertes Getriebe. Das bei 8000 immer alleine das Getriebe schaltet. Ja. Haben wir gedacht. Aber mit euren Transmissionsriemen, was ist mit denen? Haben wir auch im Griff. Echt? Conti hat wieder neue Riemen für uns wahrscheinlich, die wir da nochmal einsetzen werden. Mhm. Die aber jetzt auch, die Riemen, die haben wir jetzt schon gemerkt, dass wir die wirklich auch die alten noch verwenden können. Die sind gut erprobt, würde ich sagen. Was wollen wir denn noch machen? Was würdest du denn uns empfehlen, Holgi? Du bist doch so ein Stratege. Ja. Du weißt doch immer alles. Alles optimieren, um ganz sachlich zu sein. Ja, das machen wir. Wir optimieren alles. Genau. So. Also da ihr nur 2 Räder habt, würde ich euch auch einen Allradantrieb empfehlen. Ne? Ja, wie sollen wir das denn noch schaffen? Ja. So. Dann könntet ihr ein bisschen schneller werden. Nein, ein Hinterradantrieb reicht. Ah. Nur bleib mal sachlich, ne? Das ist sehr sachlich. Nee, ist überhaupt nicht sachlich. Ja, immerhin habe ich zwei Antriebsräder und ihr nur 1. Ja, ja. Du bist uns sowieso im Vorteil mit deinen 4 Rädern. Ja, siehst du. Ne? Nee, aber wir versuchen alles Mögliche, um das wirklich
alles rauszukitzeln und haben auch gute Ideen. Wir sind zuversichtlich, dass alles planmäßig läuft. Ich will jetzt nicht so rumprollen wie Röttger immer, zieh dich warm an, Holgi, sondern der Bessere möge gewinnen. Das ist auch meine Meinung. So, endlich mal sachlich. Ja, ganz sachlich. Ja. Ja, pendelt also je nach Einstellung zwischen 400 und 500 PS. Hm. Je nach Einstellung. Bleib doch mal sachlich, Holgi. Das ist sehr sachlich. Ja, okay. Genau. Gut. Also für euch zur Beruhigung werde ich wahrscheinlich bei 500 PS stoppen. Ja, gut. Ne? Ja. Also da brauchen wir denn keine Angst zu haben vor Holgi, weil die 500 PS, die schafft er, glaube ich, nicht. Wir werden auch nicht aufrüsten, wir werden bloß alles optimieren. Das heißt, wir bleiben bei unserer kleinen PS-Zahl. Ja, ganz sachlich gesagt, ich auch. Sachlich gesagt? Ganz sachlich. Gut, ja. Ein Motor ist getestet worden auf dem Prüfstand, das wissen wir alle ganz genau. Hat ungefähr 38 PS und letztendlich kommen wir auf 160 PS. Wenn das alles gut optimiert ist. Wenn wir das optimieren mit der Zündung, wenn wir die Vergaser nochmal vernünftig machen, ist es so, kommen wir auf unsere 160. Muss man sehen, auch sachlich gesagt, mal 4 ergibt nicht die Summe eines einzelnen Zylinders. Weil das Problem, wir haben auch noch... Das ist schon ein Problem. Ja, ist ein Problem, weil das... Auch drehzahlabhängig. Allein schon durch diese ganzen Zahnriemen und hin und her schmälert sich die PS-Zahl. Haben wir Verluste? Dann bin ich jetzt mal lieber sachlich. Genau. Und sag mal 150 PS. Dabei bleiben wir. Und das ist aber auch schon viel. Wenn wir das auf die Straße kriegen, sind wir gut. Da muss der Fahrer das auch noch hinkriegen. Der Fahrer kriegt ja noch, haben wir schon drüber geredet, einen Mentaltrainer. Ach Gott. Ne, Heine? Ja. Na gut, jemand, der 4-mal verloren hat, hat es nicht so einfach. Ne? Nee. Das ist klar, er ist vorbelastet. Ja, er ist ganz doll vorbelastet. Ja, und deswegen müssen wir ihn wieder aufbauen. Genau, das ist ganz wichtig. Ja. Aber da hat er ja seinen Mentaltrainer. Wollen wir mal gucken, dass das klappt. Und ich werde ihm auch noch ein paar Töne beibringen, wie er sich zu verhalten hat beim Rennen. Ne? Also mit Schnaps ist nicht. Herr Feldmann! Hören Sie mir mal zu, Herr Feldmann. Nicht dann noch Bier trinken. Ne? Das soll ja auch alles Spaß bringen. Das ist entscheidend. Ja. Wichtigste ist, dass es Spaß bringt. Und dass wir sachlich sind. So. Aber der Spaß darf auch nicht zu kurz kommen. Nein, überhaupt nicht. Bei aller Sachlichkeit. Ja. Gut, Holgi. Okay. Hoffentlich wird das ein tolles Rennen. Ja, und vor allem für die Leute, ne? Für die Menschen. Das war jedes Mal so, dass erstens gute Gruppen gespielt haben und dass das Ganze ein Riesen-Event war und allen Leuten so viel Spaß gemacht hat. Das war entscheidend. Genau. Werner-renn.de Da will die Wurst nehmen!